Darf ich mich vorstellen? Ich bin Viktor und ich bin ein radikaler Christ. Zumindest so behauptet die ARD. Seit dem 4. August 2014. Sie haben so eine komische Sendung herausgebracht. Die heißt Mission unter falscher Flagge. Da behaupten sie, dass wir freie Christen, also Charismatiker, Pfingstler und so weiter und so fort, dass sie ganz radikal und ganz gefährlich sind. Naja, also, ich war jahrelang in einer Pfingstgemeinde, jetzt bin ich in einer charismatischen Gemeinde, aber ich trage kein Gewehr, ich trage keine Bombe mit sich. Also umbringen könnte ich eigentlich niemanden. Also gefährlich, so sehe ich zumindest, bin ich eigentlich gar nicht. Ich könnte sagen, dass ich gefährlich bin in dem Sinne, dass ich Menschen zu Jesus bringen kann, dass ich sie missioniere, was sie in der Sendung ganz negativ beurteilt haben oder verurteilt haben, dass die Missionierung ist ja was ganz was Falsches, ganz was Schreckliches. Ich bitte euch, das ist doch Quatsch mit Soße. Missionieren macht Freude, weil man schenkt den Menschen Hoffnung, die sie früher gar nicht hatten. Wenn ich jemanden die Hoffnung schenke, die ihnen Jesus gibt, über den ich ihnen erzähle, dann ist doch gut, ist doch nicht gefährlich. Was erzählen Sie da bei ARD? Ist doch Blödsinn. Ich kann auch den Kindern Bonbons geben und sagen, du, pass mal auf, Jesus liebt dich. Das Kind freut sich erstens über das Bonbon und zweitens darüber, dass Jesus ihn liebt. Ist doch was Schönes. Nichts gefährlich. Dass das Kind dann mal in die Gemeinde oder in die Kirche oder in die Mission oder in so ein Haus geht, der ihm den Bonbon gegeben hat, ist doch gut. Man zieht das Kind nicht. Die Sparkasse verteilt auch ihre Gummibärchen. Und die Kinder laufen mit ihrem Geld auch zur Sparkasse. Ist doch auch nicht verkehrt, oder? Also, ich bitte euch, als ich die Sendung geguckt habe, ich dachte, die spinnen, die Medienmacher. Jesus will, dass wir missionieren. Jesus will, dass wir für die Welt offen sind, dass die Welt weiß, es gibt uns Christen, sogenannte radikale Christen. Denn ohne uns hätte niemand von Jesus erfahren können. Ich habe auch von sogenannten radikalen Christen mal erfahren, dass es Jesus gibt. Die haben mich zum Glauben an Gott gebracht. Und dafür bin ich ihnen sehr, 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 sehr dankbar. Also keine katholische Kirche, keine evangelische, keine orthodoxe, keine sonst irgendeine Kirche hat es gemacht, sondern die sogenannten gefährlichen Christen, Radikalen. Ich bitte euch, ich kann drüber nur lachen. Das ist. Mir fehlen einfach die Worte. Ich finde wirklich schrecklich, was in den Medien gerade über die Christen gelabert wird. Dass sie so gefährlich sind und was der Geier was. Ich bitte euch, wie viele Drogenabhängige wurden schon befreit durch die Christen? Wie viele Kranken wurden geheilt durch die Christen? Und wirklich geheilt. Ich bin auch einer übrigens, der geheilt wurde durch den Glauben an Jesus Christus. Also die Heilung gibt es tatsächlich. Das ist nichts bla bla bla. Wir versprechen euch die Heilung und was der Geier was und dann passiert wohl nichts. Versprechen tun wir niemanden was. Aber Gott verspricht uns die Heilung. Es steht geschrieben, durch Jesu Christi Wunden sind wir geheilt. So steht es in der Bibel. Das habe ich nicht erfunden. Also, bei Gott gibt es die Heilung. Ob und wann er die Heilung gibt, ist natürlich vollkommen seine Sache. Aber man muss daran glauben.
dann passiert's. Wenn man nicht glaubt und immer nur zweifelt und ARD schaut und sagt, oh, komm, die Christen haben mir gerade irgendwas von der Heilung erzählt, den glaube ich jetzt nicht. Weil die ARD ist ja öffentliches Fernsehen, die haben recht. Bitte hört auf diesen Mist nicht. Das ist Quatsch. Gott gibt die Hoffnung, Gott gibt die Befreiung, Gott gibt die Heilung und Gott schenkt Freude im Leben. Freude, das ist, was denen Machern von dieser Sendung nicht gefallen hat. Dass die Christen eine Musik machen, die nicht so kirchlich fromm ist. Nicht so, oh Jesus, wir lieben dich. Ich singe zum Beispiel gerne, feiert Jesus, komm, feiert ihn. Das ist eine fröhliche Musik. Das ist Lobpreis. Man singt fröhliche Lieder, weil man die Freude hat. Weil man die Freude an Gott hat. Deswegen macht man das. Ja, natürlich, das ist nie so traditionell und mit moderner Musik und was der Geier was. Und irgendein Psychologe meinte da, ja, die machen ja wie diese ganze Verkaufshainis, die ihr Produkt verkaufen wollen. Wir verkaufen nichts. Wir stellen Jesus vor. Wir sagen, er ist unser Herr, er hat uns gesegnet und er möchte dich segnen. Mehr machen wir eigentlich nicht. Und Jesus hat tatsächlich viele Menschen gesegnet und er hat auch mich gesegnet und er wird auch noch mehr Menschen segnen durch uns, sogenannten radikalen Christen, weil er einfach die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Das ist das A und O des Christseins, dass Gott die Liebe ist und wir Christen sind dafür da, um diese Liebe zu verteilen, auf welche Art auch immer, auch mit Bonbons. Gott ist wurscht, wie wir das machen. Und Gott kann alles dafür gebrauchen, damit die Menschen von Jesus erfahren. Und ich möchte Gott damit auch dienen. Ich möchte den Menschen von Jesus erzählen. Ich werde ihnen natürlich nichts aufzwingen. Und wenn mich keiner hören möchte, dem erzähle ich auch nichts. Ich werfe doch keine Perle vor die Säue. Ich erzähle nur denen, die etwas von Gott erfahren wollen, die nach Gott suchen. Und dafür bin ich da. Das ist meine Mission, um solchen Menschen zu helfen. Ihnen zu sagen, du, pass mal auf, ich kann dir helfen, zu Jesus zu kommen. Und ich kann dich vielleicht eine Zeit lang begleiten, damit du im Glauben wachsen kannst.